Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute eine kleine Geschichte vorlesen. Und zwar hat die Lucky K. geschrieben, unter der Brücke. Er wählte ihre Nummer, während der Pistolenlauf an seine Schläfe gedrückt wurde. Und denk daran, was ich dir gesagt habe. Der andere, der lächelte. Hallo? Mom? Mom, ich bin's. Jude? Hör mir zu, okay? Seine Stimme klang verzweifelt. Die Stimme seiner Mutter ebenfalls. Jude, was ist denn los? Die wollen dein Geld. Jude, was ist los? Fragte sie nochmal. Beängstigt um ihren Sohn pochte ihr Herz wieder ganz schnell. Die feinen Himbeermuffins im Backofen hatte sie soeben in den Hintergrund verdrängt. Hör mir zu. »Verdammt, ich sag nichts, ich darf nichts sagen, außer was sie mir schon gesagt haben.« »Jude, wo bist du? Was ist los?« »Die wollen dein Geld. Du hast eine halbe Stunde Zeit.« Sie hörte, wie er weinte. »Wer sind die? Und wo bist du?« Auch sie spürte, wie ihr die Tränen kamen. »Du, Mom, die wollen 500.000 Dollar in 30 Minuten, und du sollst es bei der alten Brücke in Quad Valmes hinbringen. Du musst das Geld in eine Tüte mitbringen. Leg es bitte in ein kleines Boot, das unter der Brücke wartet.« »Jude, hör auf. Mom, hör mir doch zu, okay? Hör mir zu.« Er hatte Angst. Er zitterte vor Furcht um sich selbst und vor Furcht um seine Mutter. »Du, Mom, die haben mir gesagt, keine Polizei, und du musst allein sein, sonst...« Sie schwieg, da sie wusste, was sonst passieren würde. Der Typ neben Jude flüsterte ihm ins Ohr, dass er den Schlusssatz noch sagen müsse. »Danach legst du auf, sofort.« »Mom, die Zeit läuft.« Und dann knallte Jude den Hörer auf die Gabel. 500.000 Dollar, 30 Minuten, eine halbe Million, eine halbe Stunde, alte Brücke, das Boot, Plum's Quad, Viertel, 500.000 Dollar, die Zeit, die läuft. Jude. Sie ließ den Telefonhörer auf den Boden fallen, rannte zur Kommode neben der Haustür, schnappte sich die Autoschlüssel und spurtete zur Garage. Nervös fingerte sie an der Autotür rum, setzte sich hastig in die Cabriolet und steckte den Schlüssel ins Loch. Sie drehte ihn um und fuhr los. Die Himbeermuffins im Ofen begannen schwarz zu werden. Zur Bank waren es nur einige Minuten. Auf der Straße herrschte wenig Verkehr, so dass sie schnell dort hingelangen konnte. Die Bremsen quietschten, als sie abrupt vor dem Gebäude bremste. Sie parkte ihren Wagen direkt davor und rannte schnell die Stufen hinauf, die zum Kundenschalter führten. »Entschuldigen Sie, das ist ein Notfall. Ein Notfall!« schrie sie durch die Bankhalle und drängelte sich an den gerade frei gewordenen Schalter vor, obwohl andere Kunden schon länger dort standen. »Madam, würden Sie bitte einen Moment warten und...« »Nein, ich würde nicht!« schnaufte sie hastig und atmete tief ein. »Hören Sie, mein Name ist Alicia Miss Macmillan. Hier ist meine Kundenkarte.« Sie legte die Kreditkarte auf den Marmortisch. »Und hier ist mein Identitätsausweis.« Sie legte auch diesen auf den Tisch, vor den Angestellten. »Ich brauche 500.000 Dollar, und zwar so schnell wie möglich.« »Madam, ich befürchte, dass das nicht möglich ist.« Der junge Angestellte wirkte nervös. »Sie befürchten?« »Wissen Sie, was Furcht ist?« fuhr sie ihn an. Der Mann schwieg, da er nicht wusste, wie er sich in solch einer Situation verhalten sollte. »Genau«, sagte Alicia, »Sie wissen es nicht. Holen Sie bitte Ihren Boss, und zwar schnell.« »Madam, ich...« »Er hat gerade eine Besprechung.« Der junge Mann leckte sich mit seiner Zunge die Lippen. »Er wird Sie unterbrechen müssen. Nennen Sie ihm bitte meinen Namen und sagen Sie ihm, es ist ein Notfall.« »Madam, rufen Sie ihn sofort hier runter.« Ihre Faust donnerte auf den Tisch.
Sie hatte nicht wütend werden wollen, doch dann hatte sie doch die Beherrschung verloren. Verdammte Scheißsituation. Nervös zupfte er an seinem Hemd und murmelte etwas von einem kurzen Augenblick. Alisha schnaufte beruhigt aus. Sobald ihr Ex-Mann von diesem Angestellten die Meldung erhielt, dass sie hier oben stünde, wird er augenblicklich zu ihr kommen. Er liebt sie doch noch immer. Und das war Aishas Vorteil. Den Trumpf, mit dem sie Jude retten konnte. Nelson wird ihr jeden Wunsch erfüllen. Das wusste sie. Er musste ihr das Geld einfach geben. Er wird gleich hier sein, sagte der Angestellte. Sie fuhr sich mit der rechten Hand hastig durch die Haare, ohne etwas zu erwidern. Jude ist in Gefahr. Ihr Sohn. $500,000. In 30 Minuten, sie wusste nicht, wie viel Zeit bereits verstrichen war. Im hinteren Teil des Raumes, in dem sich die Mitarbeiter aufhielten, öffnete sich eine Tür und Nelson stürzte in die Halle. »Alisha, was ist denn passiert?« »Nelson, ich brauche eine 500.000«, sagte sie schnell, ohne auf die Frage einzugehen. »Alisha, was ist? Gib mir das Geld, verdammt nochmal, aber schnell!« »Ich weiß nicht, ob wir so viel Geld haben«, murmelte Nelson und herrschte den jungen Angestellten an, nachzusehen, wie viel Geld zur Verfügung steht. »Alisha, was ist los? Hör zu, ich kann dir das nicht erklären, ich brauche einfach das Geld, schnell!« Er schaute fassungslos zu seiner Ex-Frau. So hatte er sie noch nie erlebt. Sie hat immer die Ruhe bewahrt, war stets freundlich und zuvorkommend gewesen. »Sir, es würde reichen«, sagte der Angestellte im Hintergrund. Alisha schaute Nelson bittend in die Augen. »In einem Plastiksack«, sagte sie. Er schaute zum jungen Mann. »Packen Sie das Geld ein, machen Sie schnell.« »Ja, Sir«, er rannte in Richtung Tresor. »Wird sie kommen?«, fragte der eine. »Oh, ich denke schon.« Mit einem Fernglas beobachtete er die Gegend. Der andere schritt nervös auf und ab. »Setz dich doch mal hin, ja? Sie wird kommen. Sie wird kommen und das Geld mitbringen.« »Ach, ich hab nur Angst, dass sie die Bullen doch noch informiert hat.« »Ach was, für ihren geliebten Sohn würde die doch alles tun, nicht wahr?« Die beiden lachten, und er schaute wieder durchs Fernglas. »Okay, es geht los, sie ist da.« Er atmete tief aus. »In Ordnung, bringen wir es hinter uns.« 30 Minuten, hat er gesagt. Oh Gott! Eilig fuhr sie los. Nelson hatte das Geld ruhig in eine Plastiktüte gepackt, welche sie dann auf den Beifahrersitz legte. Alles Gute, hat er noch nachgerufen. Einige Minuten später erreichte sie das Ballensquad-Viertel. Sie fuhr auf die Brücke zu, ließ den Wagen in der Nähe stehen und stieg dann aus. Sie presste den Rucksack mit der 500.000 an sich. Auf dem Weg hatte sie überlegt, einen leeren Sack zu hinterlassen. Doch dieses Risiko, das konnte sie einfach nicht eingehen. Sie ging aufrecht und ohne Hast, da sie wusste, dass sie so selbstsicherer wirken würde. Auf dem Fluss unter der Brücke befand sich, wie Jude am Telefon gesagt hatte, ein kleines Schiff. Alisha begann zu zittern. Als sie den Plastiksack auf das Deck gelegt hatte, huschte er hinter seinem Versteck heraus und zückte die Waffe. »Alisha, schön, dass Sie gekommen sind.« Er nahm sie von hinten in den Würgegriff und mit dem rechten Arm hielt er sie in Gewahrsam und mit der linken drückte er seinen Pistolenlauf an ihren Kopf. »Lassen Sie mich los, das Geld, das ist dort drin«, keuchte sie. »Haben Sie irgendjemand etwas erzählt?« wollte er wissen. Nein, natürlich nicht. Er verstärkte den Druck um ihren Hals. Ich würde Ihnen raten, Alisha, mir die Wahrheit zu sagen. Wer weiß von diesem Treffen? Alisha würgte und hustete unter dem Druck. Er lockerte ihn ein kleines bisschen, damit sie widersprechen konnte. Niemand weiß was davon. Alishas Augen weiteten sich. Ihre Überraschung vermischte sich mit Angst. Das konnte nicht sein. In Ordnung, sie ist alleine hier, rief jemand, den sie
den sie gut kannte. Und der Typ auf dem Boot schaute in den Sack und nickte den anderen zu. Das Geld ist da drinne. Okay. Und der andere ließ Alicia los, rannte ebenfalls zum Boot und startete den Motor. Alicia stand auf, vom Donner gerührt und unfähig, etwas zu sagen oder irgendwie wegzulaufen. Sie schaute zu den beiden Männern auf dem Boot und unter Tränen bemerkte sie, wie Jude dem anderen die Waffe abnahm und diese plötzlich auf sie richtete. Während sein Komplize den Motor startete, blickte ihr Sohn gelassen zu ihr hin. Und dann drückte er zweimal ab. Bye, Mom, und danke für alles, sagte er noch. Tja, ich hoffe, euch hat die Geschichte ein wenig gefallen. Und ich habe sie so einigermaßen rüberbringen können. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss, ihr.